Hey, hallo liebe Leute, hier ist so ein Gewinntest des Tages. Heute der vegane Käse Wilburger, 150 Gramm, für 2,79 da, aus dem Reformhaus. Moment, ich suche mal weit. Erzähl das mal. Hallo liebe Leute, hier ist zum Test des Tages von Gewinter. Ein Fan von mir hat mir den Käse geschickt und weil der war ich gern vegetarisch und essen umsteigen will und da hat er mir diesen geschickt, diesen vegetarischen Käse, sogar vegan, Wilburger und mit einer Karte und zwar er nennt sich das Gemüseschnitzel und Halleluja, passend zu deinem veganen zu dem veganen Käse, den du für Produktkäse verwenden kannst. Hier ein veganer Witz. Wie nennt man einen Veganer mit Durchfall? Schmusi-Maker. Grüße kannst du von mir, kann ich lesen, Wampe und den Matratzen-King. Viel Spaß und guten Appetit, das Gemüseschnitzel. Der hat mir das per Post geschickt. Das lag erst da eine Woche da, bei mir habe ich es gar nicht aufgemacht, ohne Kühlschrank. Hat er mich geschickt und dann sehe ich, dass das Käse ist. Da ist schnell in den Kühlschrank getan. Und dann habe ich den probiert und hier, das ist er. Und der hat na, nichts geschmeckt so. Sonst esse ich ja hier diesen hier, den Gouda, mittelalt. Schmeckt ganz gut. Und der hat nach nichts geschmeckt. Und dann habe ich mir geguckt, wo es den gibt. Habe die Firma gegoogelt. Wilsburger.de da, ne, Willensburger.de da. Und dann habe ich da angerufen und dann dachte, ja, gibt es in vielen Reformhäusern und so. Habe ich mal in Oelde geguckt. Da hatten die auch diesen Klassik. Und ich wollte auch den würzigen probieren, ob der so schmeckt wie der Gouda. Aber der hatte auch kaum Geschmack. Jetzt liegt er schon wieder 4, 6 Wochen im Kühlschrank. Jetzt hat er ein bisschen Geschmack. Vielleicht muss er auch reifen wie der, damit der Geschmack kriegt da. Und jetzt heute ist es jetzt nicht warm, 30 Grad. Ich hätte von Melato an. Und genau wie andere Käse wird er dann trocken und gelb da und schwitzt, genau wie andere Käse. Hätte ich ja nie gedacht, könnte man sonst nicht merken, dass es kein Milchkäse ist von Kühen da. Und Fazit vom Geschmack gefällt er mir nicht, gefällt mir zehnmal besser. Und dann sage ich mal, was ich hier geschrieben habe. Könnt ihr gleich mal lesen. Der vegane Käse Wilsburger, 150 Gramm für 2,99 für 150 Gramm mit Kokosöl, Meersalz. Man denkt ja, das ist gut, aber da sind viele Körner drin, Plastikkörner. Plastikmüll ist Meersalz. Meersalz sollte man nicht mehr nehmen. Aroma ist auch nicht so gut. Und dann Bio, nee, ist kein Bio, nicht mal Bio. Und dann im Reformhaus, ja, aber es ist halt vegan, ne? Und Konservierungsstoff Sorbinsäure. Ja, der ist ja, glaube ich, ein halbes Jahr haltbar irgendwie da. Und jetzt habe ich den schon wieder 4 Wochen auf. Ich dachte, bevor er mir verschimmelt, drehe ich nochmal. Und da ist jetzt nach 4, 6 Wochen nichts verschimmelt, obwohl er schon auf war. Das ist wegen Konservierungsstoff, also kein Bio. Und dann im Reformhaus. Finde ich auch nicht so gut. Aus Köln kommt die Firma, wilsburger.de, könnt ihr googeln. Der Gouda Mittelalt kostet für 300 Gramm, der hier, 1,79, 1,69, in fast allen Läden und das sind 59, also fast 60 Cent für 100 Gramm. Und der Wilsburger kostet 2,99 für 150 Gramm, also fast 2 Euro für 100 Gramm. Also fast viermal so teuer da. Und eigentlich soll es ja ohne Milch, ohne Tiere billiger sein, weil da nur Mehl und Öl drin ist oder irgendwie Eier und Öl da oder so, ne? Aber die haben das, ich habe die angerufen, die Marketingfrau da und die sagte, die haben das Kokosfett, Kokosöl und Kokosöl, weiß man jetzt ja, das teuerste Öl. Und die sagen ja auch, das ist das gesündeste Öl sozusagen, da wird das schon als Medizin gepriesen und so. Aber naja, muss jeder selber wissen. Also viermal so teuer, deswegen kommt es für mich auch nicht in Frage vom Geschmack.
Kommt ja lange nicht an den Gouda Mittelalt dran. Geschmack würde ich sagen 4, Preis 6 minus, viel zu teuer. Gibt es fast jeden Reformhaus. Oder ihr könnt sie da bestellen. Die meisten Computer da und eine Liste. Und diesen Würzchen haben die für mich auch bestellt. Den Klassiker hatten die da und dann dann, ich glaube, ich war Dienstag da und dann sagt sie, zu Freitag ist er dann da, weil wahrscheinlich dann Donnerstag oder Freitag immer geliefert wird da. Und das ist das. Gute Idee, ich will ja vegetarisch leben, ohne Schwein und so, die ganze Töterei da und man sagt Biofleisch, aber die Bio-Schweine müssen auch getötet, abgestochen werden da. Das ist nicht mein Fall da. Und dann dachte ich ja, muss doch geben da. Die ganzen Pizzeria hatten ja diesen Analogkäse aus, der wird glaube ich gemacht aus Öl und Ei oder Mehl oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall war der viel billiger als der Kuhkäse. Und dann sagte, wenn der noch billiger ist als der Kuhkäse, dann kann man ja Analogkäse nehmen. Aber den haben die überall nicht in den Läden, weil die denken, Analogkäse ist nicht gut. Aber der Kuhkäse, naja, müsste eigentlich viermal so billig sein wie dieser hier. Also statt 1,79 müsste der so 50, 60 Cent kosten. Selbst 1 Euro wär klasse. Aber gibt's doch nicht. Ich muss mal weitersuchen. Sonst im Internet, da bestelle ich da irgendwie 3 Kilo Analogkäse und friere den dann ein. Obwohl, den Gouda einfrieren war keine gute Idee. Ich habe den dann aufgetaut und dann bröselt der so. Dann ist der nicht mal so biegsam da. Also man sagt, der Käse kann man einfrieren, aber habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht da. Aber wenn man da 5 oder 10 Pakete bestellt, weil sich das nicht lohnt, dann muss man den einfrieren, dann muss man mal testen. Aber das könnt ihr demnächst Test sehen. Und der Gemüseschnitzel hat mir noch was geschickt. Hier, ich hatte ja damals ein Video gemacht, dass meine Mutter hat in Zeitung gelesen, abends Käse essen. Dann kann man gut schlafen. Für Leute, es sind 4 Millionen, die können abends nicht schlafen. Ich kann meistens auch nicht schlafen, nehme Tabletten. Sonst ich Pharmaka, dass ich 2 Uhr einschlafe. Sonst schlafe ich erst um 7 Uhr, 8 Uhr morgens ein und kann dann nicht arbeiten. Und dann sagt man abends Käse essen und dann eine Stunde später schläft man ein. Und hier schreibt er noch in Milch, schreibt er, warum mit Käse wie ein Schlafmittel? In Milch sind sogenannte Casomorphine enthalten. Das sind, das auf Säuglinge, also auch auf Kälbchen, beruhigend wirkt. Da der Käse aus Milch hergestellt wird, sind auch hier diese beruhigenden und letztendlich schläfrigen machenden Stoffe enthalten. Naja, und dann hatte ich ja noch Käse, wenn man Schuppen hat oder Schuppenflechte. Als Medizin, wenn man zu viel Käse isst, gibt es Pickel, habe ich festgestellt, wenn ich zu viel Käse esse. Ich darf höchstens einmal am Tag ein, zwei Brötchen essen und nicht mehr, sonst hat man am nächsten Tag oder 2 Tage ganz dicke Pickel. Und ich dachte, wenn ich Pickel habe, Schuppen hat, heißt trockene Haut. Und wenn ich da Pickel habe, habe ich ja keine trockene Haut. Und dann habe ich den Schuppen weggelassen und habe seit 1, 2 Jahren keinen Schuppen mehr, weil ich hier Käse esse. So, mein Video schaltet, glaube ich, nach 12 Minuten aus. Meine neue Kamera, ich muss aufpassen. Ich hoffe, dass sie noch an ist. Ja, ist so an, 8 Minuten 50. So, das meiste habe ich gesagt. Geschmack 4, tut mir leid, Frau so und so. Und Preis 6 Minus. Das sind nur Beamtenrentner, die 3000 Euro Rente kriegen. Und jeder zweite hat unter 800 Euro Rente. Und die können sich sowas daraus nicht leisten. Ne? Muss ich weitersuchen da. Und vom Geschmack her, man muss dann halt das Senf drauf tun da, sonst war es zu wenig Geschmack. Oder 2 Monate liegen lassen im Kühlschrank, dann reift er auch, und jetzt hat er auch ein bisschen Geschmack. Aber als der frisch war, ich den probiert hat er fast keinen Geschmack gehabt da. Und ich weiß auch nicht, wie ich es hingekriegt habe. Ich hatte vorhin Ventilator und warm und der verwelkt hier wie eine Blume, wie Eis da, wenn da warmer Wind kommt. Genau wie andere Käse auch da. Kann man sonst eigentlich gar nicht unterscheiden, da, muss ich sagen. Okay, ciao, ciao. Und stech nicht so viel Schweine ab da.
Die meisten Frauen wollen keinen Metzger haben, aber dann dürfen sie auch kein Fleisch essen da. Okay, ciao, Kaffee, bitte abonnieren.